Die Geschichte. Eine große Arena voller Blut. Ein erschlagener Riese. Ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Und diesen Hof müssen wir ihm wohl oder übel geben. Moin moin, willkommen hier bei Darksiders 2. Wir befinden uns jetzt immer noch im Grab des Pharisäers, nennt sich das, wenn ich mich recht erinnere. Starten hier auch direkt beim Fahrstuhl wieder im untersten Geschoss. Schauen wir mal hier in die restlichen Räume noch rein. Beim letzten Mal haben wir da in diesem Raum den Schlüssel geholt. Hier scheint es ja auch noch was zu geben. Na, wenn Tod denn mitmacht. Aha, eine Seite. Was haben wir da drüben denn noch? Ein Pfeiler irgendwie. Den haben wir ja schon mal benutzt, so einen, um eine Tür offen zu halten. Hier scheint es noch ein anderes Stockwerk zu gehen. Ist das da oben ein Stein? Oh, jetzt habe ich einen Trank genommen. Das wollte ich nicht. Das war ja nur ein Zaubertrank. Da komme ich so gar nicht an, da oben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da direkt über meinem Kopf jetzt, da leuchtet irgendwas rot. Rötlich. Ich komme hier gar nicht vom Fleck eigentlich. War das nur für die Truhe? Wahrscheinlich. Wieso wird mir die Truhe immer noch... Habe ich mir die Truhe jetzt gar nicht geholt? Wieso wird die immer noch angezeigt? Ach nee. Ich habe... Hier war ja die Seite. Dann muss die Truhe woanders sein. Da oben wahrscheinlich irgendwo. Komme ich jetzt wohl so nicht hin. Ein Stockwerk höher wahrscheinlich. Wir schauen nochmal hier rein. Das wird uns wohl noch nicht geöffnet. Es scheint ein größerer Raum zu sein. Den es nur in der Ebene gibt. Ist ja komisch. Komikenkram. Schauen wir dann mal in das nächste Stockwerk. So, ich möchte in die 2, bitte, da. Okay, anscheinend bin ich dort nicht erwünscht. Dann versuchen wir die 3. Das scheint zu halten. Hier kam ich nicht nach links und nicht nach rechts. Das heißt, das kann ich hier mit dem Schlüssel durch. Da sind wieder ein paar Kisten zum Zerkloppen. Und unsere neuen Gegner, Freunde. Ich habe auch was Schönes für euch.
war schon etwas schwieriger. Jedenfalls haben die mir ganz schön was abgezogen. Ich habe mich auch ein bisschen blöd angestellt. Okay. Gut, Schild. Das ist auch neu. Ich werde dein Herz verschlingen. Nee, das brauche ich noch. Ah, er hat mich trotzdem erwischt. Was war denn das jetzt? Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich brauche mehr Zorn. Nicht genug Zorn. So wird das gemacht. Da hat er mal nur die Sense von seinem Reaper gerufen. Auch nett. Ein Relikt gefunden. So, dann nur den Raum nochmal leeren. Noch eine Vulgrim-Münze. Mehr Tolles werden wir hier jetzt auch nicht finden. Das war es wohl auch schon. Ja, das war einmal rundherum. Oder bin ich wieder zurückgegangen? Wieso bin ich jetzt hier wieder rausgekommen? Bin ich verkehrt gegangen? Ach ja. Ist schon etwas spät heute, deswegen bin ich wohl auch nicht so redselig. Bisschen müde. Ah, hier versteckt sich was. Heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Haben wir doch schon mal gehabt. Folge diesen Koordinaten, um ein Geheimnis im Labyrinth des Seelenlenkers zu enthüllen. NSO. Das letzte war NN. Haben wir die hier angezeigt im Inventar? Schriftrolle des Seelenlenkers. Die andere, wo ist die? NN, NSO, Nord, Süd, Östlich? Hä? Nord. Norden, Süden, Osten. Komischer Kram. Vielleicht finden wir das ja noch raus. Sollten wir. Nur noch ein Kerker nach dem anderen. Oder sollte ich sagen, Käfig, jetzt bin ich hier rausgekommen. Es ist sehr schön. Bringt mich weiter. Jo, ja. Bringt mich weiter. Bringt mich hier hin. Ja.
da. Das ist das, wovon ich eben gesprochen habe. Ja, ist ein Stein für schwarzen Wurz. Na, halt dich fest, bitte, bitte, bitte. Ja, ach, da habe ich ja ein Schwein gehabt. Da bin ich ein wenig zu hoch gewesen, dass er sich da nicht festgehalten hat. Jetzt haben wir auch die Truhe, die ich vorhin gesehen habe. Mal schauen hier. Hier sind so Stacheln wieder. Darunter schmeißen will ich die, denke ich mal, nicht. Kann man sich festhalten. Schauen wir mal hier hoch. Hier ist ein Hebel. Was hebelt der denn? Ah. Jetzt kann ich das auch rüberschieben. Kann ich euch damit zerquetschen? Das wäre ja lustig. Nee. Die Finger davon. Wo sollen wir denn damit hin? Ah, jetzt komme ich in den zweiten Stock wahrscheinlich. Dann wird der Fahrstuhl, der Aufzug nicht mehr runterfallen, hoffentlich. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich nach oben komme. Wahrscheinlich über diesen Weg, wo ich hergekommen bin. Dann sollten wir jetzt wieder beim Aufzug rauskommen. Ja. So, dann E2, bitte. Funktioniert doch bestens. Ja, eine 3 waren wir. Und hier hatte uns ja vorhin dieser Typi den Weg versperrt und wollte uns nicht durchlassen. So eine Frechheit. Okay. Denk mal, wenn ich da reingehe. Oh, vorwärts sollte es gehen. Komme ich nicht wieder raus. Okay. Dann haben wir jetzt wohl den ersten Totenfürst gefunden. Ach, das war er vorhin. Du störst meinen Schlummer. Du hättest dein Grab niemals verlassen sollen.
Hoffnung fahren. Ja, was anderes wollte ich nicht fahren lassen. Ich hoffe, du machst das auch nicht. Der ist fies, der Typ. Mann. Ziemlich flink. Du kannst nicht ändern, was bevorsteht. Ich muss allein. Tod, lass die Hoffnung fahren. Nach hinten ausweichen scheint nie so gut zu sein bei ihm. Der macht immer so eine ganze Reihe an Angriffen hintereinander. Das ist fies. Na, das wollte ich nicht. Was bevorsteht. Tod, lass die Hoffnung fahren. Mann, der ist mir echt auf den Fersen. Sehe ich schon, das geht nicht gut aus. So. Gibst du nach? Ja. Dann werde ich dich zu deinem König bringen. Ich stehe zu deinen Diensten. Ja, zum Glück ist es für ihn nicht gut ausgegangen. Interdiktion. Benutzen Sie Interdiktion in einem Beschwörungskreis, um einen Fürsten der Toten zu rufen. Diese können Gitter passieren, um mit Objekten zu interagieren. Fürsten der Toten greifen ihre Feinde automatisch an. Fürsten der Toten können sich in Stein verwandeln, um Druckplatten herunterzudrücken. Das ist cool. Interdiktion. Als nächstes müssen wir den Judikator finden. Das war jetzt der Pharisäer. Nutzen Sie Interdiktion und drücken Sie RT, während Sie auf einem Beschwörungskreis stehen, um einen Fürst der Toten zu rufen. Ich werde dienen. Mhm. Und was kannst du jetzt tun? Wie du wünschst. Aha, das wäre cool. Dann weiß ich jetzt auch, wie wir weiterkommen. Da oben ist nichts mehr, da ist er ja rausgekommen. Ah, er kommt sogar mit. Ich sagte, er kommt sogar mit, aber ich glaube, da oben, wo wir nicht weitergekommen sind, dort ist auch nochmal so eine Beschwörungsplattform. Mal schauen, ob wir irgendwas Vernünftiges bekommen haben. Hier eventuell mehr Zorn. Hm. Gleiche nur in Blau. Hm. Mit Goldverzierung. Und hier? Nö. Auch nicht so wirklich. Aber hier vielleicht ein Talisman. Oh ja. Plus kritischer Schaden, Widerstand, Sound bei Exekutieren. Ich weiß immer noch nicht, was der Klingenmasse bringt. Aber Stufe 15 gegen Stufe 9. Ich gehe mal nach der Stufe und leg diesen an. Ja. Ja, ich bleib bei dem. Der hat ein paar mehr Statistiken. Ich wollte eigentlich mal gucken,
Ob in der... Das ist die 1, 2, 3, 4. Etage 4. Kommen wir da... Wieso sind wir da nicht weitergekommen? Ja, wir gehen erstmal in die 3 wieder. Die 3. Ansonsten... Nur in der... Da sind wir auch nicht weitergekommen, in der 1. War das da? Ne, in der 3 haben wir ja alles. Dann muss ich runter in die 1. Genau. Entschuldigung, ich möchte hier hin. Dahin. Aber kann ich ja nicht mehr. Ich versuche das trotzdem. Mach die 1. Nein, Quatsch, macht er gar nicht. Ich muss in die 3. Bin ich aus der 3 da runtergekommen? Ja, bin ich. Das heißt, in diesen Raum. Komme ich aber jetzt gar nicht hin. Ja, dann muss ich doch hier durch. Ja, sollte so gehen. Ja. Nee, da war ich eben. Da muss ich hin. Hier, von da komme ich. Bin ich mit der Statue gekommen. Das heißt, ich muss hier rein. Wie bin ich da hingekommen? Von weiter oben? Ach, Mensch. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder rumlaufen? Da oben hoch. Von da komme ich darüber, ja. Klasse. Schön, wie er so grün leuchtet jetzt mit der Fähigkeit. Ich wage mal den Sprung. So, dann sollte ich ja da lang, genau. Den machen wir noch auf hier. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Waffenstände. Blümchen. Nicht so viel Tolles dabei diesmal. Sind überall irgendwie noch Truhen auf der Karte. Die befinden sich aber wahrscheinlich auf einer anderen Ebene. Jetzt
Schauen wir mal, was sich hinter der Statue verbirgt. Da geht's nach unten. Da ist ein Beschwörungskreis, nenne ich es mal. Ich werde dienen, wie du wünschst. Kommen Gegner. Fällt mir gerade ein, ich habe doch noch irgendwie so einen Move, den ich noch nie benutzt habe. Den müsste ich eigentlich haben. Erntespirale. Ist der das? Nein. Ernteschlag. Zwillingskanone. Nee. Ernterache während des Ausweichens. Okay. Zwillingsschaft, Himmelshieb, Kippsäge. Ich hatte doch sowas, wo der Reaper eigentlich so einen fetten Rundumschlag macht. Allgemein. Reaper gestellt, Ausweichzähler mit richtigem Timing. Klingentritt. Ja, den kenne ich. Habe ich mir das doch nicht geholt? Ich habe doch Fontan alles geholt. Oder ist das hier die Erntespirale? Ich glaube, das ist die Erntespirale. Gut, dann die letzte Truhe. Hier kommen die ganz großen. Und ich habe keine Tränke mehr. Das ist jetzt irgendwie nicht so günstig. Zu zweit ist das fies. Sehr gut, dass er auf den anderen losgeht. Könnte ich ihm jetzt auch befehlen, anzugreifen? Ja, cool.
Dass die so agil sein müssen mit den Schilden, das ist fies. Mann, sind die hartnäckig, ey. Jetzt brauchen wir so mittlerweile auch die ganzen Tränke. Sind wir wohl im Level nicht mehr ganz so hoch. Überweg. Muss er sich da nochmal draufstellen jetzt oder nicht? Wie du befiehlst. Hier bin ich hergekommen. Oder? Bin ich hierher gekommen? Nee. Quatsch, hier bin ich nicht hergekommen. Das war das jetzt hier. Okay. Na. Wieder aufwärts. Und während ich hier hinaufklettere zurück zum Fahrstuhl, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein, bis dann.